Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten. Ich sitze auf dem Balkon von Aida Perla auf La Palma und ich fühle mich wie ein Schwerverbrecher. Und ich habe gar nichts getan. Ich habe ein Bild gepostet, dass meine Kinder Homeschooling machen auf dem Schiff und ich während dieser Zeit arbeite auf dem Schiff. Das heißt, ich arbeite und meine Kinder machen Homeschooling. Eigentlich eine ganz normale Sache. Für einige ist das aber ein Problem. So hörte ich, ich würde die Menschen provozieren mit diesem Posting und wir würden dadurch Umsatzeinbrüche bekommen. Ich denke mir, was willst du? Umsatzeinbrüche? Hast du mal auf die Uhr geguckt, was wir haben? Wir haben Corona und das seit über einem Jahr. So, ich habe eine Firma und Niklas hat eine Firma und wir wissen sehr wohl, was Umsatzeinbrüche sind. Und zwar massivste Umsatzeinbrüche. Wir reißen uns seit über einem Jahr den Arsch auf, dass wir unsere Existenz nicht verlieren. Und dann kommt da so ein Vogel angeritten und erzählt mir was von Umsatzverlusten, weil ich mit meinen Kindern Homeschooling auf dem Schiff mache. Sag mal, geht's dir gut? Das ist unfassbar. Wir sind hier an Bord nicht zum Spaß, sondern zum Arbeiten. Wir machen Schiff und Kreuzfahrten. Und das ist unser Job und nicht unser Vergnügen. Wenn kein Corona wäre, hätten wir ganz viel Vergnügen. Heute haben wir kein Vergnügen. So, wir kämpfen um unsere Existenz, wie viele andere Menschen auch. Und kriegen das auch vorgeworfen. Vor 6 Wochen habe ich mit den Schulen gesprochen und habe gesagt, hey, wir haben da eine Dienstreise und wenn da Präsenzunterricht ist, brauchen wir eine Lösung, weil wir können die Kinder nirgendwo unterbringen. Die Oma wohnt 600 Kilometer entfernt und ist ein Risikopatient, Hochrisikopatient. Und Niklas schafft es nicht, mit 2 Kindern Homeschooling zu machen und seiner Arbeit nachzukommen. Das funktioniert einfach nicht. Selbst Melanie und ich haben massive Probleme, das zeitlich irgendwie unter Dach und Fach zu bringen, unseren Job zu erledigen, den wir nahezu umsonst machen, wegen der Umsatzeinbrüche, der aber immer noch wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nimmt, zusätzlich noch Homeschooling mit 2 Kindern zu machen. Denn Homeschooling in Deutschland bedeutet nicht, dass sich die Lehrer da wahnsinnig toll mit den Kindern beschäftigen, sondern in unseren Fällen ist es tatsächlich so, da werden Aufgaben geschickt, die hat man abzuarbeiten. So, das ist Homeschooling bei uns. Die haben auch mal eine Videokonferenz, aber eher selten. So, also haben die Schulen gesagt, das ist okay. Wenn der Präsenzunterricht einsetzt zu der Zeit, erlauben wir euch die Kinder mitzunehmen. Das ist okay, wir verstehen eure Lage, wir verstehen, dass ihr arbeiten müsst. Also, das ist alles rechtlich sauber, auch wenn man mir vorwerfen will, dass das nicht rechtlich sauber ist. Was machen wir hier? Also ich arbeite meinen ganz normalen Job den ganzen Tag, mache Homeschooling mit den Kindern und Melanie macht verschiedene Landausflüge, um euch das nachher zu zeigen, dass die Kreuzfahrt eine sehr sichere Urlaubsform derzeit während Corona ist und dass das alles kein Problem ist. Diese bösen Sachen, die machen wir hier. Und ich bin wirklich enttäuscht, dass ich mir so eine Scheiße durchlesen muss. Die Menschen scheinen überhaupt nicht von Corona betroffen zu sein. So, wir sind 6 Menschen, ja? Meine Familie, Niklas mit seinem Unternehmen und Chris, den ich eingestellt habe. All diese Menschen haben das Recht darauf zu überleben und haben auch das Recht, kein Sozialfall sein zu müssen. Denn wir arbeiten wie die Schweine, wir arbeiten wahnsinnig viel, bekommen nur nicht mehr so viel wie früher, sodass es in Teilen wirklich sehr eng ist. Und dann den Vorwurf zu bekommen, dass wir hier Leute provozieren. Alter, was ist mit dir los? Das geht gar nicht. Ich bin wirklich, das macht mich wütend, aber ich habe gesagt, ich bin der Kreuzfluencer, weltweit bekannt und ich benehme mich. Ich sage keine bösen Worte mehr. Aber macht euch bitte darüber Gedanken, was ihr da ins Internet tippt. Wenn ihr wirklich solche Probleme habt, dann holt euch Hilfe. Das ist nichts Verwerfliches. Holt euch Hilfe, anstatt andere zu bepöbeln und anzumachen für Dinge, die sie nicht zu verantworten haben. Ich habe Corona nicht erschaffen. Ich bin für nichts verantwortlich, was mit Corona zu tun hat. Nur für das, was ich selber tue. Und ich habe nichts Schlimmes getan. Ich habe nur gezeigt, dass es bei uns weitergeht, weil wir arbeiten, weil wir wollen, weil wir gegen Corona kämpfen, aber auch gelernt haben, mit Corona zu leben, zu überleben. Ja. Also heute Abend ist Ministerpräsidentenkonferenz. Es wird nochmal schlimmer. Und auch daran werde ich nicht schuld sein. Und wir werden uns weiterhin jeden Tag sehen. Und den Leuten, die das nicht verstanden haben mit dem Shipschooling und das verwerflich und böse finden, bitte deabonniert die Seite, geht woanders hin, nervt andere Menschen. Ich habe da keine Zeit und keine Muse für so eine Scheiße, wirklich nicht. Normal prallt wirklich alles an mir ab, aber irgendwann werden Grenzen überschritten. Und das dauert bei mir echt lange.
Und deswegen geht bitte einfach. Geht einfach woanders hin, pöbelt andere Leute voll und erzählt denen was von Umsatzeinbrüchen. Lächerlicher und dümmer geht's nicht. Also alle anderen, die uns Zuspruch gegeben haben, weil sie die Situation verstehen und das Leben verstehen und auch das Unternehmen verstehen, herzlichen Dank. Euch einen ganz wundervollen Tag. Wir sehen uns später nochmal zu den Kreuzfahrt-News. Ja, und mal gucken, wie es denn dann noch wird. Macht's gut, bis dahin. Ciao.